Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gameplay von Titan Quest. Ja, jetzt habe ich eine der Zeit ein bisschen geübt und alles. Und jetzt können wir nämlich auch ein bisschen besser weitermachen. Du bringst meine Wachen Deshalb um und ging bittest es einige mich Zeit. Dann um Hilfe? Typisch Held. Ich sollte dein Blut in Öl verwandeln. Aber okay. Es bereitet mir Freude zu sehen, wie du dich abmühst. Es war Hades, das Land der Toten, in das diese Erscheinung dich geschickt hat. Hades, wo nur wenige Lebende hingelangt sind und von wo noch weniger zurückgekehrt sind. Kein lebender Sterblicher hat den Weg dorthin gesehen, aber die uralten grauen Schwestern kennen ihn. Ja, ich habe noch ein Achievement bekommen mit dem lustigen Namen, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau. Aber, wir müssen jetzt eigentlich nur kurz einen, weiß nicht genau, was es war, aber irgendwie im Töten und es schon, weg. Bekommt man ein Die Achievement. Ich herausfindet, dass ich das Siegel verloren habe, damit sie mich langsam vergiften und meinen Kopf als Exempel auf der Mauer. Aber immerhin haben wir jetzt die Hexe gefunden. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich kann einen Trank brauen, der jedem bemerkenswerte Kräfte verleiht. Ja, das könnten wir gebrauchen. Wie könnte ich diese arme Frau vergessen? Alles, was sie wollte, war, dass ihr armes Kind geheilt wird. Aber Medea verlangte das große Buch der Leiden. Ein Buch holen. Interessant. Das haben wir angemacht. Jetzt sieht man hier auch gut das Totenreich, wo wir dann hingehen. Da müssen wir über den Fluss Styx und ja, da ein paar Mal hindurch. Weiß ich nicht, wo das Ende ist, glaube ich hier drüben. Aber momentan sind wir wahrscheinlich wir sind auf Rhodos gewesen oder immer noch auf Rhodos. Das ist diese Insel hier. Da unten ist da noch Kreta, aber da. Das ist ja im ersten Akt. Ich kann es euch gleich nochmal zeigen, hier unten. Also muss das eigentlich hier sein und das ist nicht zu sehen, okay. Komisch. Gut, jetzt haben wir dann bald auch die Skills. Jetzt müssen wir noch einen Punkt hier hinsetzen. Dann haben wir auch mehr Schaden, besser Defensiv, also mehr Elementarwiderstand. Und hier auch Schadensabsorption. Mal gucken dann, hä? Dass wir ein bisschen zäher werden, also die Kreaturen zäher werden. Das ist wichtig. Jetzt gibt es dort nur noch ein Moor. Die zakonischen Könige herrschten über Propontis und jeder von ihnen versteckte ein ganzes Vermögen in seinem Palast. Okay, das ist wahrscheinlich auch wieder das zum Gold gewinnen, ey. Mal schauen, ob es gute Items auch gibt. Okay, die Kreaturen sind ein bisschen leise. Ich habe zwar nur ein bisschen das Audio leise gemacht, aber scheinbar macht es da auch ein wenig die Monster leiser. Viel leiser als meine Pets. Die haben ein bisschen gestört mit dem Geschrei und die Wölfe. Ja, möchte ich schon noch wieder lauter haben. Wieso ist denn das so extrem unterschiedlich? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt ist es ja wieder gut. Jetzt hört man es im Kampf. Also die Soundeinstellungen in diesem Spiel sind hässlich. Also schlimm. Zwar, okay, es ist auch, dass man einfach ein Spiel neu startet und erstmal einen Hörschock bekommt, also Hörschaden bekommt. Das ist schon extrem. Ach, liebe Entwickler, schaut doch bitte besser auf den Sound. Heutzutage hat man halt einfach Headsets. Da bekommt man Hörschaden über. Aber alle wollen ja nur Lautsprecher und alles Mögliche. Ich glaube, kaum ein PC-Spieler hat noch einen Lautsprecher. Es ist einfach nicht gut. Man hört immer nur dieses Echo und alles. Ja, deshalb lieber ein Headset, oder? Wie meint ihr? Was meint ihr dazu? Also ich habe wirklich jetzt schon Ewigkeiten keinen Lautsprecher mehr gehabt. Weil ich ja auch Let's Player bin und Livestream. So. Jetzt ist es wieder leicht. Wir haben im letzten Part wirklich ein paar Probleme gehabt mit diesem Gegner. Aber sie sind immer ein großes Gegner.
Unterschied. Also es ist, ja, muss, es ist immer so ein Abwägen, oh, haben wir gute Chancen oder schlechte Chancen. Das ist nicht so gut. Also mir macht es nicht so viel Spaß mit so viel Action. Dann noch extreme Taktik rauszuholen. So. Und ich bin ja weniger der taktikfreudige Kämpfer. Also schon realistisch, ja. Aber sobald es irgendwie komisch, merkwürdig ist, dann nicht mehr. Also wenn es jetzt überhaupt keinen Sinn machen tut, dass irgendwie eine Biene stärker ist als wir, weil wir eine schlechte Stichverteidigung haben. Ja, das ist einfach nicht realistisch, oder? Weil eine Eisenrüstung, die schützt natürlich auch gut gegen Stichwaffen. Aber meistens nur gegen Schlitzwaffen. Und nein, gegen, ja doch gegen Schlitzwaffen. Gegen Köln, also stumpfe Waffen, dann nicht. Was zwar auch unheimlich unrealistisch ist, also ich weiß gar nicht, wieso manche Spiele einfach eine Schwäche zu einer Rüstung machen müssen. Oder dann auch zufällig, je nachdem, was du für ja, was für Bonis du hast und so weiter. Es ist so extrem unrealistisch, dass es auch kaum Spaß macht. Also, ja. Wir müssen halt die Gegner ein bisschen mehr Schaden machen, wenn man besser geschützt ist. Sowieso das Prozentuelle ist nicht so gut bei Abwehr und Angriff. Es macht dann immer so ein bisschen Langeweile. Früher war es wirklich noch viel besser, aber eben die neuen Moden, okay, die alten neuen Moden, die dann einfach viel beliebter waren, ohne richtigen Grund. Naja. Also ich finde einfach der Skill, und sollte halt einfach ein gutes Bewegungs- und Angriffs- ja, ein Kampfsystem machen, also dass man halt eben selber irgendwie treffen muss, dann macht es natürlich auch viel mehr Spaß. Aber wenn man immer nur die linke Tab-Maustaste drücken muss, um anzugreifen, macht es natürlich nicht so viel Spaß. Und ich glaube, die Entwickler sind einfach zu faul dafür. So, wir haben hier einen Quest-Boss. Schade, dass ich da irgendwie nicht ein bisschen helfen kann. Greifen wir mal den an. So. Dann machen wir den auch Schaden. Ja, der Tank ist bald tot. Okay, nochmal ein Albtraum. Nein, nicht auf mich, bitte. Der kann einfach drüber schießen. So, wunderbar. Schade, dass jetzt gerade nichts angekündigt wird. Also, ich habe schon gedacht, nach Ragnarok muss wirklich in Titan Quest 2 kommen und relativ schnell angekündigt werden. Aber scheinbar haben die Entwickler gar keinen Bock. Das ist ein bisschen schade. Das sind die Magicka 2 Entwickler, die haben ja recht schnell Magicka 2 rausgebracht nach Magicka 1. Also wieso nicht Titan Quest 2 rausbringen? Also ankündigen. So, ich so lange immer Path of Exile gespielt habe, ist wirklich super, dass ich jetzt wieder Titan Quest spielen kann. Also ich hatte ja auch ein bisschen Probleme mit der Performance und so Sachen. Open Broadcaster Software hat da irgendwie nicht so gut mögen. Hat irgendwie einen Bug gehabt, was Titan Quest betroffen hat. Ja, jetzt haben sie zwar andere Bugs, dass andere Spiele nicht mehr so gut gehen. Ich weiß es gar nicht. Wollen die überhaupt so viel entwickeln? Oder machen sie das extra, damit sie besser ankommen an den Leuten und dafür ganz grobe Bugs reinbringen? Du hast es. Das Siegel der ersten Apoptosis.
Ich werde es sofort an seinen angestammten Platz zurück. Die Räder sind ein bisschen komisch. Aha. Ja, bringt's nicht so viel für einen Stabkämpfer. Ich hätte schon so ein bisschen gedacht. Es ist dir nicht leicht. Versuche einmal mit all diesen Frauen zu verhandeln, die dich in eine Maus verwandeln können. Das ist gar nicht, was für eine Klasse das war. Geist und Sturm und Geist war es, glaube ich. Den möchte ich auch gerne weitermachen. Weil leider der Wurfwaffenkämpfer ist nicht so gut im späten Spiel, leider. Der hat in normal extrem schnell alles, ist alles mega schaffbar, ist sehr leicht. Aber dann wird er abgeschwächt, weil die Monster natürlich mehr Widerstände bekommen und alles. Jetzt muss ich überlegen, wo ich hin muss. Da außen herum. Okay. Da vielleicht. Okay, sorry für die Geräusche. Meine Schwester ist gekommen. Mal kurz schauen, ob es hier entlang geht. Ja, ja, es geht oben raus. Also ganz auf der anderen Seite raus. Jo. Ich hoffe, wir leveln jetzt auch ein bisschen schneller. Okay, wir haben ein paar Punkte zum Verteilen. Mache ich alles auf Intelligenz. Wir haben genug Geschicklichkeit jetzt. Bis auf Level 70 sicher. Oder 75. Gut, also, wir brauchen... Oh, es sind zwei. Okay, dann machen wir zuerst auf Elementarwiderstand. Weil da ja die Dot-Effekte abgeschwächt werden, die magischen. Super. Das wird den Dingen auch helfen. Ich glaube, ich muss es neu casten. Mach mal kurz einen neuen Cast. So. Ah, hier oben. Hier nach oben. Schön, wunderbar. Ja, für alle, die interessiert sind an Action-Rollenspielen beziehungsweise Second Slay, ich habe ja erstes Roll Legend. Ich glaube, Roll war es. Angefangen. Ich könnte mal kurz schauen. Nein, ich kann es nicht schauen. Schade. Was sind denn das für... Löcher. Wir siegen einfach alle und gehen mich dann angreifen und ich bin eingequetscht. Lol, ey. Schon wieder so Kreaturen, die Pets überhaupt keine Chancen haben. Nix. Schlechte Balance. Das ist extrem. Wie schnell mir einfach irgendwie meine Schwester mich ablenken kann. Wenn ich jetzt nebenbei ihre Stimme höre. Hoffentlich nicht mehr. Ah, ist schon extrem. Okay. Meine Konzentration ist wieder da. Super. Ja, warte, Rubas? Dann Rubas, gell. Weiß ich schon den Namen nicht mehr, weil ja eher chinesisch ist. Ein leichtes Wort natürlich. So. Ach. Was habt ihr denn für einen Angriffsschaden? Das ist ja extrem. Lass mich jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Ah, wahrscheinlich Lebensabsaugung. Ja, da sind sie sehr sensibel dagegen. Und bluten. Wenn sie sich ja auch immer wieder bewegen. Okay, jetzt sind sie tot. Vielleicht ein bisschen mehr herumtanzen, im Kreis laufen. Hilft dann manchmal extrem. So, wo ist dann des Drachenkönigs? Also Akt 3 noch. Okay. Oh, der sieht nicht so gut aus. Der hat eine Krankheit. Das ist genau der gleiche Satz. So. Ja, jetzt ist es weniger schwer hier. Aber sobald einer, der so ein bisschen rötlich ist, dabei ist, ja, dann geht es wieder ab mit dem Blutung und Lebensabsaugschaden. Ich glaube, es ist sogar beides. Aber ich kenne die Effektfarben nicht so. Also, ja. Und diese Schnelligkeit, ja. Ja, es ist Blutungsschaden, glaube ich, weil die Wölfe haben das Gleiche. Wie einfach die extrem aggro auf mich sind. Schlimm.
So. Ja, jetzt ist es halt eben schwer und dadurch ist auch diese Kluft zwischen ganz einfachen Gegnern und extrem schweren Gegnern extrem hoch. Es ist ja nicht mehr so angenehm zum Spielen natürlich. Aber das haben sie selbst zu schreiben, da kann ich ja nicht viel dafür. Weil die Pets, die kämpfen ja für mich und nicht ich. Also ich müsste ja eigentlich gar nicht kämpfen. Ich greife trotzdem ein bisschen an natürlich. Damit es schneller geht. Also brauchen wir nochmal ein Level Up leider. Dann auf die Uhr geschaut. So. Ich muss mich auch wieder ein bisschen gewöhnen, normale Videos aufzunehmen. Jetzt habe ich dank euch einfach wieder die Lust aufs Livestream. Und muss nicht mehr auf die Uhr schauen, so gut. Kommt mal hierher. Ach, Kreaturen, seid ihr langsam wieder. Ich würde am liebsten wirklich einen Mod machen, wo alles ein bisschen besser balanciert. Ein bisschen besser machen, also angenehmer macht. Nicht leichter das Spiel machen, sondern halt einfach die Kreaturen halt dann einfach stärker machen und nicht mehr so diese Klippen dazwischen, die extrem. Das ist dann natürlich weniger gut. Und ich habe jetzt einen Angriff kassiert und das halbe Leben ist weg und die Heiltränke machen überhaupt nichts mehr. Die heilen gar nicht mal mehr. Was soll ich denn machen? Ja, ganze Zeit farmen, ja. Ich glaube, das wollt ihr nicht schauen, wie ich die ganze Zeit farme. Ja, die können einfach mal alle Kreaturen auf einmal töten. Was ist denn los? Jetzt lasst mich bitte in Ruhe. Das waren so schwache Gegner im ersten Akt. Jetzt kommen sie wieder und sind stark wie nie. Weil sie wahrscheinlich gefehlt haben. Ja, ich bin ein bisschen böse jetzt zu den Kreaturen. Naja. Bin gerne böse, wenn es halt einfach unfair ist. Weil unfair sollte ein Spiel nie sein. Gut. Okay, da haben wir wieder Untote. Das ist jetzt wirklich fast 100% blind hier. Ich weiß eigentlich nicht mehr so viel über... Komm, wir gehen doch gar nicht schauen. Ich glaube kaum, dass dort noch eine Quest ist. Die Kreaturen sind einfach ein bisschen zu böse für mein Bild. Oh, jetzt kommen ein Scherengegner. Ein Held. Ja, hallo. Die Kreaturen haben 5% mehr Widerstand. Das sollte sie einfach aushalten. Heftig. Ein bisschen heilen. Also Kreaturen neu beschwören. Da ist es. Oh. Gut, wenn es Agro haben. Also Gegner, die Pets nicht aushalten können, ihr Agro machen und dafür abhauen. Also ist die beste Taktik. Gut. Also ich finde die Grafik mega schön hier. Mit dem Wasser, die Spiegelungen und diese unterschiedlichen Braun- und Grüntone. Ja. Ja, ein Heilungskill für die Pets würde ich gerne haben. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen skillen. Ja. Weil jetzt so langsam ist es natürlich viel wichtiger geworden. Eine Nachtblume. Ah, das ist, ja, eine Quest. So. Müssen wir noch mehr wahrscheinlich finden. Die Items könnten auch ein bisschen schneller angezeigt werden. Okay, was habt ihr dort? Kommt jetzt, greift an, dankeschön. Jetzt haben sie wieder andere Gegner irgendwo im Visier, wo unerreichbar sind. Lasst jetzt einfach mal die Wölfe in Ruhe. Das ist nicht gerade so angenehm. Was Ku Klux der Essenz? Okay, ein Ring. Können wir dann verkaufen. Und
bisschen heilen, sonst werden wir dann wahrscheinlich gewonnen-hittet von den Starken. Ist auch nicht so gut, volles Leben ist immer wieder gut zu haben. Ja, ja, jetzt weiß ich, wie er saß, wirklich Ruhe-Lädchen und nicht Ruhe-Lädchen. Ja, das ist klar. So, okay. Ein Zaubererhut, das ist vielleicht etwas für uns. Wow. Ich bin eher ein bisschen überrascht als, ja, glücklich. Ja, ist eher für den Angriff. Schade, die Erfahrung geht dann weg. Insbesondere gegen Druiden niedere Stufe wirkt. Ich weiß nicht, welche Gegner Druiden sind. Also, ja, die kommen wahrscheinlich erst. Leider nichts für uns. Wäre eigentlich so gut, einen neuen Helm zu haben endlich, aber pff. Naja. Eben. Aber zum guten Glück, also ich bin jetzt doch auch wieder ein bisschen glücklicher, dass ich endlich wieder mal ein blaues Item gefunden habe. Das ist genauso wie dein Item, wie bei Path of Exile, die Unix sind. Nur für einen einzigen Klassen. Ja, für eine einzige Klasse eigentlich gut. Das ist richtig schade. Und wieso bekommen wir jetzt wieder so viel Schaden? Ich weiß es. Ja, ich denke, es sind wirklich so ein paar Entwickler, die wie Motto denken und alles so extrem schwer machen. Weil es war viel einfacher früher. Also ich kenne es jetzt vom Druiden nicht, aber ich kenne es vom Bogenschützen, Housebacks, dass es recht einfach war und auch vom, wie heißt er? Kriegskunst und Verteidigung. Ah, Eroberer, glaube ich, ja. Da kenne ich es auch, ist auch relativ leicht gewesen. Aber es waren alle OP-Klassen natürlich. Und der Druide scheint jetzt eher nicht so ein guter sein. Ritualist ist es, glaube ich. Ja. Hm. Okay, da haben wir auch noch einen Quest ein. Komm, wir gehen mal kurz zurück, wenn wir die haben. So. Lass mich bitte. Okay, die Quest natürlich nicht, aber die. Ich brauche alle drei Zutaten für den Trank. Ja, okay, es ist eine Quest. Dann gehen wir mal wieder zurück. Aber. Immerhin haben wir geschaut und wissen jetzt auch viel mehr. Sehr gut. Ja, aber diese Symbole kann eigentlich weg auf der Karte. Da ist auch einer gewesen. Also vielleicht neu gespawnt. Gut. Ja, wo sollen wir noch suchen? Das wäre ein Angriff. Wahrscheinlich Eichenhaut. Und Eichenherz ist es, hä? Ja, Eichenharz, okay. Eichenhaut ist bei einem anderen Spiel, was wir jetzt auch nicht spielen. Gut. Also gehen wir am besten hier unten noch ein bisschen durch. Damit wir die letzte Zutat auch finden und nicht einfach auslassen. Ich bin mal gespannt, wie sie dann am Ende von Akt 4 aushalten, die Gegner. Ich glaube eher gar nicht. Die werden wahrscheinlich die ganze Zeit sterben. Die armen Pets, die armen Summons. Tja, ja. Nein. Nein. Nicht bluten lassen. Ah.
glaube, es kommt sogar ein Boss. Ist vorsichtig sein. Ich glaube, es war ein Boss, den ich nie so richtig geschafft habe. Also immer wieder Probleme hatte. Okay, da ist eine Höhle. Vielleicht ist es dort oder hier. Irgendwie erinnert mich da an so einen Dungeon Siege 1. Diese Sumpfgegend. Ja. Ist richtig toll. So ein Spiel wie Dungeon Siege 1 möchte ich gerne mal wieder. Wo man richtig viel erkunden kann. Es auch extrem viel Spaß macht, irgendwelche Dungeons zu erkunden. Weil einfach das Gebiet größer ist und sehr viel Mühe gemacht wird. Und als einfach nicht so ein schwieriges Kampfsystem und alles ist. Das habe ich immer gerne gespielt. Einfach so ein Relax-Spiel. Es muss wirklich keine extrem schwere Sache sein. Aber die Entwickler, viele Entwickler machen immer wie schwere Spiele. Das ist nicht so toll. Hallo, jetzt haltet doch mal etwas aus, ihr armen Viecher. Die sterben einfach alle reinweise. Es ist einfach nicht mehr balanced jetzt gerade. Ich bin einfach wahrscheinlich eben zu unterequipped. Das ist ein bisschen schade. Natürlich. Sonst können wir mal den Titan nochmal besiegen im nächsten Part. Und ja, dann stärker werden. Hä? Gruft der Königin. Okay. Es hat leider hier wieder Untote. Zauberer. Also Leaves. Na gut, besiegt. Hauptsache keine Geister. Ja, ihr greift natürlich mich schon. Der Wechsel gewartet. Lasst sie in Ruhe, das ist böse. Heute wird man schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, also. Es ist ein bisschen schwer, aber gut. Ich bin nicht immer so robust gegen schwere Sachen, also dann taktisch schwierige Sachen. Bin ich manchmal auch ein bisschen meckerig. Ich meckere dann immer so gerne. Was ist das für ein Helm? Nichts Gutes. Okay, können wir den nicht gerne besiegen? Was ist das? Geister sind von. Besiegt sie, die heilen nämlich schneller jetzt. Okay, super. Verlorene Seele. Aha. Schade, dass ich jetzt gar nicht Zeit habe für einen nächsten Part. Wir müssen vielleicht nochmal in die Höhle gehen. Oder einfach ein bisschen schnell noch kurz machen. Sieht aber aus, als würde man hier noch weiter reingehen müssen. Also wir machen am besten nächsten Part mal ein bisschen Farming Runs. Schade, dass ich es natürlich auch interessant mache. Und oder nur einen einzigen. Und dann nochmal weiter hier machen und dann immer wieder einen machen, also das wirklich mit ein paar Farmen ist, damit wir einfach weiterkommen, sonst kommen wir nicht weiter, also sonst kann ich dann auch nicht mehr weiter zeigen, wenn ich nicht weiterkomme. Also das Spiel ist halt so. Ach man, oh, was habt ihr für Fire Damage, ey, übertrieben. Ja gut, einen guten Zeitpunkt jetzt mal kurz. Okay, wir haben ja auch wieder Gegner. Okay, also hier sind wir ein bisschen mehr in Sicherheit. Dankeschön fürs Schauen. Freut mich, dass ich jetzt auch wieder weitermachen kann.
Es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wieder täglich, denke ich. Ja, ich sage jetzt mal jeden zweiten Tag was. Ja? Dankeschön und ja, viel Spaß noch mit anderen Videos. Tschüss.